Hallihallo und herzlich willkommen zu. Ja, es tut mir eigentlich schon leid. Aber es ist schon wieder ein kurzes Zeit her. Gleich 2 Tage aufeinander, aber das musste jetzt einfach sein. Ihr glaubt nicht, auf einerseits, was für ein Glück in Anführungsstrichen ich habe, andererseits, was für ein Pech auch wieder. Eigentlich wollte ich euch das jetzt nicht mit sein, aber ich dachte, ey, das muss fast sein. Ja. Ich habe noch einen Spawner gefunden, beziehungsweise nicht nur einen, sondern lol, das wusste ich gar nicht. Hey, cool. Ja, das ist ja auch cool, das wusste ich gar nicht. Ah, gleich wieder was gelernt. Mal hier die ganze Scheiße hier wegmachen hier. Das kann ja so nicht angehen hier. Mal hier ein bisschen besser durchgehen kann hier, so. Da hinten ist ein Cave oder so, da links hinten. Aber wir waren hier gerade bei den Spinnenspawnern. Ich wollte euch erzählen, dass ich nicht 2 weitere gefunden habe, sondern tatsächlich fucking 3. 3 eigentlich quasi an einem Platz. Stehen hier alle da so umeinander. Hier sieht man den anderen. Das heißt, hier ist einer und da ist einer. Das sind 3 Spawner übelst nah beieinander. Ja. Ist eigentlich schon eher ein bisschen mies, unfair, wie auch immer. Von wo bin ich denn jetzt hier hochgekommen letztens? Hier. Ich bin hier einfach nur ein bisschen rumgelaufen. Bloß da vorne ist schon wieder einer. Mir gehen schon die Fackeln aus hier. Aber vielleicht habe ich ja noch Kohle dabei. Nee, hier ist zum Glück keiner. Und weiter werde ich jetzt auch nicht gehen. Da ist wieder Lapis. Lass mal flacken. Brauchen wir jetzt erstmal nichts. Und ja, da ist auch nochmal Lapis. Das Lustige ist, hier geht es jetzt um den Spawnern. Und schauen wir mal, ob wir laufen können. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich zeige euch nochmal mal kurz mein Inventar. Ja, auch mein Level. Ich habe ein bisschen an der Farm herumgebaut. Und sie sieht jetzt auch schon relativ gut aus. Funktioniert auch. Hier mal kurz ein Blick auf die Technik. Fragt mich nicht, was hier was ist. Ich habe es einfach nachgebaut. In diesem Sinn vielen Dank an Tim und seinem Tutorial, wo ich es halt abgeguckt habe, so ungefähr. Und ja, das werde ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, hier ist es noch nicht ganz fertig. Darüber habe ich immer meine Basis, deswegen renne ich immer hier hin und her. Jetzt geht's daran, nach Hause zu kommen. Wie gesagt, ich wollte hier noch ein bisschen rumlaufen und auf einmal fand ich da wieder die 3 Spawner. Und das fand ich schon ein bisschen arg grass, würde ich mal so sagen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Im Moment habe ich es noch genauso gelöst wie der Tim. Ja, das Lustige oder beziehungsweise das Blöde ist, ich muss mich eigentlich innerhalb dieser 3 Dinger hier aufhalten und am besten hier in der Ecke. Denn der eine Spawner ist so weit weg, dass es gerade noch reicht, weil irgendwie hat mal da Doc M irgendwie, das Video habe ich mir auch nochmal angeschaut, das war dann irgendwie so von wegen, man muss mindestens 8 Felder, aber höchstens 16 Felder, weil sonst funktioniert der Spawner nicht und so. Und ja, das ist halt eigentlich genau der richtige Punkt hier. So, ich lasse es jetzt ein bisschen im Speed-Modus laufen, so ein paar Minuten, und dann schauen wir mal, auf welches Level wir hier kommen. Türen sind alle zu. Ja, und sofort springen wieder die Scheißhunde her, ihr seid doch alle so bescheuert. Schau, dass du schleichst. Du brauchst den nicht umbringen. Verpiss dich! Will ja nichts sagen, aber die sind echt nervig. Wie die hüpfen. So, so, so. Hier raus. Komm hierher, du Schwanz. Ja, das sind intelligente Wesen.
Ja, na toll. Ey. Piss dich doch einfach mal. Schau, dass du weggehst. Oder ich bring dich um. Du brauchst hier auch nichts. Ihr habt hier nichts verloren, ey. Das ist ja Wahnsinn hier, oder? Ey, schlimmer wie die Ossis hier. Was machst du jetzt da drin? Schau, dass du rausgehst. Zipfelklatscher. So, jetzt ist natürlich schon wieder die Hälfte tot. Wir machen hier trotzdem mal ein bisschen was. Sind hier natürlich jetzt nicht viele drin. Aber ich werde das jetzt Ganze nochmal machen. Diesmal mache ich hier auch gleich mal ein bisschen zu eigentlich. Wollte ich das nämlich nur machen. So, da dürfte nichts passieren. Ich fressen happen und dann sehen wir uns so in 5 bis 10 Minuten wieder. Bis gleich. Ja, hier doofen Hunde, diese scheiß Fixer da. Also bis in 5 bis 10 Minuten in, ich schätze, 300%igen Speed. Servus. 3. Und da bin ich wieder nach 11 Minuten. Wow, eine Minute daneben. Dann wollen wir doch mal schauen. Ey, C-Fix! Jetzt ist es mir aber auch egal. Geht drauf oder lasst mich in Ruhe.
Und dieses ewige hin und her Geläufe von euch daher, das macht einen ja Wahnsinn. Stirb. So. Einmal crushen. Wie viel Wahnsinn überhaupt? 122 im Moment. Gut. Dann starten wir doch mal durch. Ja, sieht recht ordentlich aus schon. Oh yeah. Schauen wir mal. Ah, oh, okay. Ja, 22,5. Ist nicht schlecht. Also wie es ausschaut, hat sich da ein bisschen was zurückgestaut. Das heißt, da muss ich das dann noch mal ein bisschen überprüfen. Aber das dann nicht mehr bei diesem kurzen Zeig her, das jetzt auch schon wieder eine Zeit dauert. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen ist Weihnachten, morgen kommt ein Spezial. Fast eine Stunde. Nichts mit Minecraft zu tun, nur mal so aus Info. Ja, ich hoffe, es gefällt euch dann trotzdem. Dann muss ich jetzt mal kurz irgendwie was hinbauen und dann mal nachschauen, ob sich das da so anstaut. Also gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau's. Subscribe.